Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, eurem Feuerstachel, nämlich Let's Play Mario Tennis Ultra Smash. Es wurde entwickelt von Camelot in Zusammenarbeit mit Nintendo und erscheint am 20.11. europaweit. Allerdings ist es schon seit dem 18. in fast allen Läden verfügbar. Deswegen, falls euer Herz danach begehrt, schnappt euch einen kleinen Wagen und fahrt zum Mediamarkt Saturn oder anderen Läden eures Begehrs und gönnt euch ein Exemplar dieses brachialen Meisterwerks. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch gleich mal die erste Neuerung zwischen Mario Tennis und dem neuen Mario Tennis Ultra Smash an, nämlich den Mega-Wettkampf, welcher auch den Namen gebende oder den namensgebenden Pilz beinhaltet, nämlich den Megapilz, welchen einen zum Riesen werden lässt. Und da würde ich sagen, schnappen wir uns auch gleich mal unseren Lieblingscharakter. Zu Anfang hat man übrigens diese 12 Main-Charaktere verfügbar und kann anscheinend noch 4 weitere freischalten und auch noch Mii-Outfits. Ziemlich cool, aber ich würde sagen, für den Anfang schnappen wir uns entweder Rosalina oder Boohoo, weil die beiden können schweben und das finde ich allgemein am coolsten. Ich würde sagen Rosalina. Sie ist übrigens kraftvoll und sie tritt an gegen Waluigi, bei der er defensiv ist. Und ich würde sagen, komm, für den Anfang normal. Das passt schon. Es gibt übrigens auch Doppelkämpfe, bei denen tritt man dann im 2 versus 2 Modi an. Das heißt, man hat noch einen Partner, der einen so halbwegs unterstützen kann. Es gibt zu Anfang 3 Plätze, aber ich gehe davon aus, dass man noch weitere freischalten oder freikaufen kann, weil hier sind noch nicht alle Sterneränge belegt, wie man unten rechts sehen kann. Der Rasenplatz beinhaltet einen mit Rasen bedeckten Platz, auf dem die Bälle mehr Tempo gewinnen. Das heißt, falls ihr rasantes Tempo wollt, schnappt euch den Rasenplatz. Der Sandplatz beinhaltet hartes Ziegelmehl, welches ein niedrigeres Balltempo verursacht. Und ich würde sagen, das hört sich doch schon mal richtig gut an. Und es ist auch für mich auch der typische Tennisplatz, oder? Ich meine, so ein beiger Look. Wie erwartet ihr Tennisplatz? Für mich ist das so hier der typische Tennisplatz. Und dann gibt es nochmal den ganz normalen Hartplatz, welcher einfach ideal ist. Für Turniere zum Beispiel und bei jedem Werten eine gleichmäßige Verteilung hat. Zum Beispiel 3 Sterne bei Balltempo und 3 Sterne bei Abprall. Aber ich würde sagen, für den Anfang nehmen wir uns einfach mal den Sandplatz zu Gemüte. Und eindeutig die kürzeste Variante, 1 Satz, 2 Spiele und da starten wir gleich mal los. Hier kann man noch einstellen, was man auf dem Fernsehbildschirm sehen will und was auf dem Gamepad. Aber ich denke, die empfohlene Einstellung ist ja auch wirklich am besten. So sieht man auf dem Fernsehbildschirm das eigentliche Geschehen und auf dem Gamepad die aktuellen Punktestände. Slice. Drücke B, Wii-Fernbedienung 1. Langsamer Schlag mit niedrigerem Aufprall. Bei erfolgreichem Glücksschlag wird die Flugbahn des Balles zur Kurve. Wow, cool. Also B ist praktisch der Kurvenschlag. Mal schauen, was Rosalina so gegen den fiesen Waluigi reißen kann. Es gibt ja auch verschiedene Schlagmodi, genauso wie im normalen Tennis auch. Zuallererst mal den Aufschlag. Die kann den Ball einfach so schweben lassen, nice. Und bumm. Und jetzt anscheinend der normale Schlag. Die Felder leuchten auch übrigens in anderen Farben aus, je nachdem, was für Schläge das Spiel einem aktuell empfiehlt auszuführen. Ich führe jetzt einfach mal so random, sofern es mir nichts anzeigt, immer den Kurvenschlag aus. Und ich denke, weil es bei mir nichts anzeigt, dass ich meine Schläge schon so halbwegs gut ausführe. Jetzt zeigt es mir zum Beispiel aus, ich sollte einen A-Schlag machen. Und jetzt AB. Und den Kurvenschlag jetzt. Y ist übrigens dieses blaue Fältchen. Und wenn man Körpertreffer auf den Gegner landet, kriegt man einen Punkt. Ziemlich cool. Das heißt, man darf den Gegner praktisch verprügeln und wird dafür auch noch belohnt. Ich würde sagen, Double Win, oder? Was ist das Fältchen? AB, was verursacht das eigentlich? Und da ist auch schon der gefürchtete Megapilz. Denn wenn man ihn einsammelt, wird man zum Riesen. Und selbst schwache Schläge werden zu einem unaufhaltbaren Schlag. Wie ihr gerade eben gesehen habt. Und jetzt so. Voll gemein. Gönnt mir auch mal einen Megapilz. Ich meine, wenn ich den habe, ist cool, aber wenn der Gegner ihn hat, dann wird es ganz zu einer ziemlichen Schikane. Weil man muss praktisch um sein Leben rennen, um so halbwegs die Bälle noch hinzukriegen. Weil ansonsten läuft da nichts mehr. Ne, da läuft da nichts. Bumm. Ich muss die Schläge auch richtig kontern. Zu Schmetterschlag, Schmetterschlag, Schmetterschlag und bumm. Wieder ein Körpertreffer. Na, Hallöchen, du Kleiner. Heute was vor? Wie die gerade eben die Pose gemacht hat, so. Woohoo. Tja, hast du nicht mit gerechnet, dass ich so stark zuhau? Ich meine, ich bin zwar Rosalina, aber Rosalina hat's drauf, aber so richtig. Und, bumm, das war ein guter Schlag anscheinend. Ich hätte zwar gern einen perfekten gehabt, aber gut, so einer geht auch schon klar. Und,
Yes. Da kannst du lang hinterher rennen, ne? Also wenn man sich die Felder bzw. die Farben der Felder einprägt, kann man automatisch schon gleich vorausahnen, welchen Schlag man ausführen muss. Zum Beispiel habe ich jetzt schon rausgefunden, blau bedeutet dieser Kurvenschlag. Lila bedeutet dieser Schmetterschlag hier, den ich gerade eben irgendwie nicht ausgeführt hatte. Dieses orangene Fältchen oder rote Fältchen gerade eben bedeutet, dass ihr einen Normalschlag ausführen soll mit A. Den ich gerade eben irgendwie nicht hinbekommen habe, obwohl es eigentlich der einfachste Schlag ist. Und die Felder, was bedeuten die eigentlich? Das ist so eine Kombi aus A und B. Ist es irgendwas Besonderes, so ein stärkerer Schlag? Ich weiß nicht. Das ist so ein Kurvenschlag. Oh, ich habe hier gerade eben einen starken Schlag ermöglicht und... Oh, das wäre ein Glücksball gewesen. Hätte ich getroffen? Nein! Jetzt holt er wieder auf! Er konnte wieder aufholen! Im Ernst! Was ist denn los bei dir, Waluigi? Wasserpumpen, ne? Ordentlich Muckis gemacht, oder? Ne? Oh, das hat gerade übelst gekracht. Dum-dum-dum. Jawohl, das war ein guter Aufschlag. Darauf habe ich gerade eben mein Begehr gelegt. Aber jetzt kann er einen Kurvenball raushauen und... Hat er aber irgendwie nicht gemacht. Ich habe gerade irgendwie ein falsches Verhältnis von dem Ball zu mir gehabt. Ich hätte gedacht, der wäre noch weit von mir entfernt, aber der war schon ziemlich nah dran. Und deutlich über mir. Na, manchmal schlecht. Meistens gut, manchmal aber schlecht. Jawohl, gekontert. Und danke, dass ich jetzt auch groß werde. Jetzt kriegst du ordentlich auf die Rübe. Bim. Da kannst du hinterher rennen, das kriegst du nicht mehr. Oh nee. Rosalina, du böses Mädchen, darfst doch keinen die Zunge rausstrecken, das geht gar nicht. Zitze. Ich war das nicht. Nein, das war Rosalina. Da verwechselt ihr was. Und? Jawohl, ein guter Aufschlag und ich verpasse dir gleich eine. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wird es besser wieder für mich, ne? Oder? Ja. Wird schon besser. Und wenn ich den jetzt mache, beziehungsweise reinhau, dann habe ich gewonnen. Und? Ich würde sagen. Win für mich. Nee. Richtig cool. Ich habe ja gesagt, Rosalina hat's drauf, Freunde. Und ich bin immer noch riesig, oh, das gefällt mir. Leider hat er jetzt dauernd die Aufschläge, das heißt, ich muss ein bisschen kontern. Aber trotzdem ist auch ohne Probleme machbar. Den konnte ich auch relativ easy kontern. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich noch groß bin. Weil da hat man nämlich allgemein immer ein bisschen mehr Vorteile. Ich muss irgendwie auch mal einen Schmetterschlag hinbekommen. Was heißt, Schmetterschlag führe ich ja die ganze Zeit aus, aber einen richtigen Ultra-Smash. Das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Und das ist ja auch praktisch nochmal namensgebend für das Spiel. Den würde ich auch schon mal richtig gerne haben, aber ich glaube, es dauert schon noch eine Weile, bis ich den dann praktisch kriege. Du bist auf normal gestellt. Junge, lauf schneller. Naja. Wenn er nicht will, dann will er eben nicht. Habe ich kein Problem mit. Und normalen Schlag ausführen. Und. Ich glaube, gerade eben hätte ich die Möglichkeit, indem ich Y und A gedrückt hätte, einen Ultra Smash auszuführen. Aber leider war das bei mir dann doch nicht mehr der Fall. Warte. Das war immer noch in meinem Feld drin, oder? Was sollte das mir gerade eben sonst anzeigen? Nö, komisch. Und. Jetzt ist er wieder riesig. Ich glaube, bei den Schmetterschlagfeldern könnte man auch, indem man Y und A drückt, einen Ultra Smash ausführen. Und das will ich jetzt beim nächsten Mal dann auch noch gleich versuchen. Weil es wäre schon mal richtig cool, das auch nochmal zu zeigen. Jetzt mache mich doch nicht ganz platt, ne? Das ist ein Let's Play. Ich muss dir ein bisschen was zeigen. Dass man auch ein bisschen was schafft. Jawohl, und? Nein, er kann Ultra Smash ausführen. Hat aber nicht genutzt. Perfekt. Und? Jetzt prügel ich dir den Shit raus. Yes. Und. Tja. Satz mit X war wohl nix. Okay. Wir sollten mal ein bisschen normaler bleiben. Oh. Jetzt sind es ein Mensch zwischen zwei Riesen. Aber, hä, habe ich gerade zwischen seine Beine durchgeschossen? Falls ja, richtig cool. Okay, da haben wir ziemlich schnell gewonnen. Ein 2:0 hingelegt und mal schauen, was für eine Gegnerstatistik jetzt ausgeliefert wird. Oh, und das Publikum jubelt Rosalina zu. Ihr seid die Besten. Okay, irgendwie hat Waluigi es hinbekommen, einen Ultra Smash auszuführen. Ich hätte voll gerne auch mehr gehabt. Keiner von uns hatte perfekte Aufschläge. Traurig, aber passt schon.
Ich habe eindeutig die größere Rückprallweite gehabt. Ach so, als habe ich den Gegner deutlich höher zurückgeschlagen die ganze Zeit. Ich habe gesagt, Rosalina ist drauf mit den Schlägen. Man kriegt als Belohnung 1170 Münzen. Ich glaube, mit den Münzen kann man sich die neuen Plätze freikaufen. Und auch, glaube ich, neue Charaktere, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Weil es gibt für jeden Charakter, glaube ich, zumindest mal stärkere Skins, welche dann auch bessere Fähigkeiten verfügen oder über bessere Fähigkeiten verfügen. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch nun gleich nochmal den Doppelmatch-Modus an. Und ich bin Rosalina und wir schnappen uns Buhu als Partner. Warte, ja, Rosalina? Mein Gegner soll sein wieder Waluigi, weil der fand ich richtig cool auf normal. Und ich kriege Buhu auf auch normal, weil ansonsten wäre es ja unfair, wenn ich wirklich mir eine Experten-CPU gebe und der Gegner nur eine normale kriegt. Und er darf mit Peach gegen mich antreten, auch auf normal. Mal schauen, wie das ausgehen wird. Dürfte ziemlich cool werden. Diesmal auf dem Hartplatz. Und let's go. Stoppball, drücke BA, gezielter Schlag zur Platzierung des Balls im Feld. Geringer Abprall bei erfolgreichem Glücksschlag. Stoppt der Ball. Cool. Ich habe den Aufschlag und wir werden das ohne Probleme hinkriegen, oder? Buhu, hau raus. Hau raus. Ich schnapp mir die Bälle. Und? Keine Angst, ich hole mir den. Ach, das war ein Ultra Smash. Ich habe Ultra Smash ausgeführt. Das heißt, man muss zweimal Y drücken. Einmal Y und danach nochmal Y, um einen Ultra Smash zu landen. Tja, denkst du, du könntest mich besiegen? Nie im Leben. Das heißt, falls dieses Feldchen nochmal besonders aufleuchtet, ist es richtig cool. Und man kann diese Ultra Smashes ausführen. Gut, muss ich mir merken. Und wir führen hier gerade eben schon mal richtig cool. Warum hast du den Ball nicht genommen? Ich hätte gedacht, du hättest den. Uhu, enttäusch mich doch nicht. Muss ich das wirklich alles machen? Okay, ab jetzt überlasse ich dir keine Bälle, sondern muss die selbst übernehmen. Weil ich glaube, du schaffst es nicht. Ja, schafft er anscheinend echt nicht. Aber ich finde es cool, in den Doppelmodi hat man anscheinend noch mehr Vorteile, weil die Gegner einfach nicht gut miteinander kooperieren können. Das finde ich nice. Und? Bim. Leider kann es Buhu auch nicht mit mir machen. Aber ich bin groß. Was, im Ernst? Das war ein Glücksschlag von ihnen? Ja gut, wenn sie so einen kriegen, dann haben sie natürlich etwas Glück gehabt und können uns ordentlich einheizen. Finde ich natürlich nicht ganz so cool, aber muss man irgendwie verkraften. Wow. Der kann ja auch mal raushauen. Buhu, ich bin ganz schön stolz auf dich. War gerade eben echt zur richtigen Stelle positioniert. Leider hat der Gegner jetzt seinen Aufschlag und wir müssen aufpassen. Und? Ja. Nein, sie haben Ultra Smash. Bitte führt kein Ultra Smash aus. Bitte nicht, bitte nicht. Nein, sie haben Ultra Smash ausgeführt. Aber ich konnte den stoppen. Nice. Okay, Buu hat geschlagen. Und? War das ein Ultra Smash? Kein richtiger, aber es war ansatzweise einer. Zumindest ein Schmetterschlag. Oder? War das schon ein Ultra Smash? Ich kann die nie so wirklich gut voneinander unterscheiden. Okay. Buu, du hast mir den Hintern gerettet, sozusagen. Das finde ich cool von dir. Dankeschön. Und? Yes, das war aber ein Ultra Smash. Ja, wird sogar an der Seite noch angezeigt. Ach so, also muss ich bloß darauf achten, was an der Seite steht. Steht da dann noch Schmetterschlag, Glückstreffer und so weiter? Ich glaube schon, achte ich jetzt mal mehr drauf. Aber ich finde es cool, dass es ein bisschen easier gemacht ist, zumindest auf normal. Weil ansonsten wäre es schon ziemlich brutal für mich, als Tennis-Noob sozusagen. Und? Ich muss groß werden. Buhu, verteidige mich. Da passt es alles. Und, jawohl. Oh, Buhu hantiert hier die ganze... Oh, komm, du bist so ein Kleiner. So ein Kleiner und landest dann wirklich ein Körpertreffer bei dir? Warum lässt du das zu? Oh, komm, jetzt schämt er sich. Okay, ich sag nichts gegen dich. Kleiner, du bist süß. Du musst dich nicht schämen. Nein, Ultra Smash aufgehalten, jawohl. Und? Denkst du, Kleiner? Und? Yes, gelandet. Achso, das war ein Glücksschlag. Hä, warum sagt er bei mir immer Glücksschlag, als ob ich mit Glück zuschlage? Das ist alles präzise ins Ziel gelandet. Hallo? Also bitte, wenn ich bitten darf, ne? Da muss man schon sagen, dass es Skill ist. Ansonsten ist es schon fies.
Aber ich glaube, der Doppelmodus mit der CPU ist noch easier als der normale. Nein, die können Ultra Smash ausführen und gerade so abgeleert. Will da niemand hingehen? Wollte anscheinend niemand. Okay. Kein Ding. Ultra Smash, Ultra Smash. Oh, ich habe den Ultra Smash vergeigt. Man muss sich anscheinend da wirklich ins richtige Feldchen reinstellen, um ihn auszuführen. Schade, Schokolade. Warum gibt er jetzt nochmal so an, obwohl wir gewonnen haben? Ich meine, ich mit Buho zusammen, die zwei schwebenden Partien haben jetzt das Match für sich entschieden. Und? Unsere netten Avatare werden angezeigt. Voll cool. Ich habe immer noch das meiste gemacht, sieht man hier. Danach kommt Buho mit seinen 3 Punkten. Und ich sehe, der hat gar keine wirkliche Rückprallweite des Gegners hervorgerufen, Buho. Ich bin enttäuscht von dir. Schläge habe ich 39 gelandet, also die meisten. Und was? Peach hat 3 Ultra Smashes gelandet? Naja, da kann ich mir nochmal was von ihr abschauen, aber ich habe zumindest schon mal 2 gelandet. Eine halbwegs coole Statistik. Und nochmal 774 Münzen für mich. Ich glaube, ich sollte die dann gleich nochmal ausgeben, oder? Ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick auf den Mega-Wettkampf erhalten. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part, wo wir uns dann den Mega-Ballwechsel ansehen und vielleicht auch noch die K.O.-Herausforderung. Und wenn euch das Projekt gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben, um mich zu unterstützen und ein Abo, um nichts von diesem grandiosen Spiel zu verpassen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Part.